Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Green Hell. So, ich habe hier schon mal die Aufnahme gestartet gehabt und das war dann ein plötzlicher kleiner Stromausfall hier, was nicht so besonders super ist, aber naja, viel haben wir eh nicht gemacht gehabt, ich glaube 10 Minuten oder so. Auf jeden Fall, wir wollen hier weiterbauen. Wie schaut es mit unserer Gesundheit aus? Wasser fehlt, okay. Wir müssen ganz schnell was saufen gehen. Dann will ich versuchen, das hier fertig zu bauen. Ich werde dann auch schon mal versuchen, uns hier auszulagern. Nach Möglichkeit. Weil wir werden hier wahrscheinlich nicht ewig bleiben können. Da ja auch diese Ureinwohner, glaube ich, baldigst ziemlich lästig werden. Oder zumindest lästig werden können. Ah ja, stimmt. Vielleicht kann ich hier noch was reinlegen. Ja, 3 gehen sie noch aus. Das Lager hier ist ja nicht verloren. Wir werden dann natürlich öfters versuchen, hierher zurückzukommen. Um zum Beispiel, Stöckchen und so weiter zu holen. Einfach unser Lager hier auszuweiten. Was? Achso, das war dieses Viech. Aha, das ist auch interessant. Da oben stand ja vorher ein Ureinwohner. Sag immer Ureinwohner. Ich bin total Forest geschädigt. Ein Knochenkrieger, der ist jetzt auch weg. Ah, da hinten sehe ich einen Vogel. Den werden wir natürlich mitnehmen. Sammeln. Sehr gut, da haben wir wieder ein Stückchen Aderfleisch. Was mir hier ein bisschen fehlt, sind tatsächlich Fische. Ich habe hier... dafür haben wir einen Egel gefangen. Super. Ich habe hier noch überhaupt keine Fische gesehen. So. Nirgendwo. Das ist halt schon ein bisschen mehr. Naja, ich... War das jetzt mein Magen? Oder strahlt hier ein Jaguar herum? Rüst das aus. Wieso rüstet ihr das nicht aus? Erweitern, ausrüsten. Die Nerven. War das jetzt mein Magen oder ist hier so ein ekelhafter Jaguar? Das ist fix ein Jaguar, oder? Sicher ist da wohl ein Jaguar. Da drüben, ich sehe ihn. Ob man den mit Pfeil und Bogen töten kann? Moment, ich habe gar keinen Pfeil, Bogen. Ah, aha. Der trinkt da hinten was oder frisst was. Eins von beiden. Wir werden hier mal, bevor wir alles verlieren, das Fleisch aufhängen.
die Frucht geht ja nicht zum Trocknen, ne? Großartig! Da kommt Freude auf. Das ist überhaupt sehr beruhigend. Warum kann es nicht einfach werden, ne? Wir werden hier jetzt aber trotzdem benutzen. Na, ich will dahin. Ich möchte trotzdem Feuerchen machen. Jaguare mögen normal kein Feuer. Das könnte jetzt unser Joker sein. Wenn wir Glück haben. Und ich möchte gern die Larven, die wir hier gefunden haben, braten. So. Kann ich die? Hey, cool, die kann ich nehmen. Ah, das freut mich gerade. Puh, hatte ich nochmal Glück. Da war irgendwo noch eine dritte. Hier. Genau. Die können wir jetzt essen. Ja, ich weiß, es schmeckt ekelhaft. Der stellt sich aber auch immer an, ne? Geht das? Geht das? Nein, hier? Ja. Es ist immer so ein bisschen schwierig. Das mit der unbekannten Frucht, das verstehe ich auch noch nicht so ganz. So. Die werden wir auch gleich essen. Ugh. Kochen plus 1. Aha, sogar das kann man skillen. Okay. You never get back. Was? Geistige Gesundheit minus, weil wir diese... Ja. Ist absolut logisch. Alter, der Jaguar geht mir gerade auf den Keks. Vor allem, weil ich genau weiß, dass wir den Deppen nicht besiegen können. Ich habe ja nicht einmal Ahnung. Ganz ehrlich, ich weiß ja nicht einmal. Oh, dieses Palmdingens, das ist super. Was wollte ich sagen? Ich weiß ja nicht einmal, wie wir gegen diesen Kerl überhaupt gewinnen können. Hoppala. Weil auch wenn wir jetzt einen guten... Ach komm. Auch wenn wir jetzt ein gutes... Ja, genau. Was wollte ich sagen? Wenn wir eine gute Waffe haben, bin ich mir da echt nicht sicher. Da wollte ich die Hütte da jetzt fertig bauen, ne? Hm? Nehmen ist leer. Der ist aber immer noch da drüben. So, wie baut man, wie konnte man jetzt den Bogen bauen? Ich glaube, das war der Stock. Das war ein Seil. Schwache Fackel, okay. Was haben wir noch gebraucht? Waren das zwei Seile? Nein, nur ein Seil. Ich glaube, ich sollte nachschauen, ne? Tagebuch geht so nicht. Okay. Tagebuch. Wie ging das schnell mit dem Pfeil? Mit dem Fackel, Axt, Knochen, Speer, Vierzack, Bogen hier. Langer Stock, genau. Langer Stock und Seil, so war das, genau. Und die Pfeile, hoppala, ich hätte gleich schauen sollen. Kleiner Stock und Federn. Mhm, die können wir aber schon mal bauen. Kann man immer nur einen, glaube ich, machen, ne? Auf Masse geht das, glaube ich, nicht, ne? Das hatten wir schon mal. Auf Masse geht das ja nicht. Was schade ist. Aber wer weiß, vielleicht kommt es ja noch. Also, zack, zack. Und kleine Stock. Nein, nicht der große, der kleine bitte. Genau. Herstellen. Aha, da haben wir schon einen. Oh. Achso, ich habe vergessen, dass ich müde bin. Ups.
Puh, du bist ohnmächtig, jawohl. Jetzt kommt der Jaguar und frisst uns. Ah, der ist noch drüben. Wenn wir Glück haben, mag der nämlich kein Wasser. So. Wenn wir halt Glück haben, ne? So. So. Das ist ein bisschen mühselig. Ich hoffe, dass man später gleich in Massen produzieren kann. Aber vielleicht ist auch das ein Skill, den man zu Anfang erst lernen muss, also üben muss, dass man dann später sagen kann, okay, ich bin jetzt schon voll der Profi-Mann, ey, ne? Das geht ja schon so richtig flott, die flott. Ich habe auch keine Ahnung, wie viel so ein Jaguar fressen würde an Pfeilen. Ich weiß nur, dass wir wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, viel zu wenig Ausdauer haben werden für das. So. Und ich muss jetzt auch schauen, wie fit wir sind. Weil wir müssen dann in die Hapfen. So, ich glaube ein Stack. Oder zumindest solange wir das hier haben. Jetzt ist die Frage, warte mal, ob das geht. Wenn ich jetzt hier so... Na, das geht nicht, okay. Ich wollte nur mal schauen, ne? Weil man kann das ja scheinbar recht gut platzieren, wenn man sagt, okay, hier in dem Eck. So. Und dann hier auf dem Eck. Mal schauen, ob das eh schon klappt. Und ich war einfach nur zu doof. Na. So. Dann nochmal. Und dann gehen wir mal kurz pennen. Jetzt haben wir auch wieder schön Platz im Inventar. Na, geht nichts? Doch, bestellen. Passt. Jetzt haben wir derweil keine kurzen mehr. Ich würde sagen... ich wollte was trinken eigentlich. Das ist. Oh, ja, wir brechen schon wieder zusammen, ist eh klar. Weil ich zu spät schlafen gegangen bin, ich wollte nur noch schnell was trinken. Dann legen wir uns mal hin. So. Bis 4 Uhr, ja, bis fast 5 Uhr morgens, das können wir stehen lassen, das können wir gelten lassen. Das ist schon okay. Ist immer zwar noch ein bisschen finster. Das Licht ist leider, aber es kommt schon die Sonne raus. Wir können sauberes Wasser trinken. Irgendwie sammelt jetzt seit neuestem die Schale mit auf. Das passt mir gar nicht zurecht. Vielleicht ist das auch ein Bug. Nein. So, ja. Was mich ein bisschen wundert ist, dass ich den Jaguar... Oh doch, da hört man ihn noch. Man hört ihn schon noch. Ich wollte gerade sagen, ich höre den nicht mehr. Das ist beunruhigend. Es schaut aus, dass er immer noch da hinten ist. Das ist für uns recht gut. Hört sich an, dass mir schon ganz nah wäre, ey. Das ist nicht fein. Wir brauchen auf jeden Fall ein langes Stöckchen. Lagerfeuer, Asche. Alles klar. Eine gekochte Larve werden wir gleich essen. Kohle nehmen wir auch. Auch wenn es leider für uns verdorben sammeln. Vielleicht sollte ich probieren. So. Hey, nicht kaputt hauen. Kleine Stöckchen brauchen wir jetzt. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Habe ich jetzt vergessen. Ja, unbekannte Frucht. Kann man immer brauchen zum Sterben. Kleine Stöckchen, kleine Stöckchen. Viele kleine Stöckchen für uns und lernen auch. Boah, das ist aber schön hier, ne? Mit der Sonne und dem Wasser. Und natürlich fängt es wieder an zu regnen.
Aber man kann sagen, was man will, Wasser geht uns nicht mehr so schnell aus. So. Na? Aha, wir sind voll. Dann nur noch die kleinen, bitte. Die kleinen Zweige. Bitte schön. Ich freue mich auch schon auf unseren Bogen, den wir hoffentlich bald mal bauen können. War da was? Nein. Dann bin ich auch schon gespannt drauf, den auszuprobieren. Auch ein Stockerl. Noch mehr Lianen. Die nehmen wir gleich mal auf Vorrat mit. So. Tja. Ich glaube. Oh, Egel. Okay, am Bein. Na, anderes Bein? Ja, drei Stück. So, das ist schon besser. Essen. Wir haben Bananen. Was er mit herstellt, was er mit der machen kann, habe ich keine Ahnung, weil. Ja, ist schon gut. So, die futtern wir gleich weg. Bist du eine gekochte? Nein. So, noch mehr Lianen gehen eh nicht. Dann würde ich sagen, wir hauen den hier zu Brei. Hui. Oh, irgendwie haben wir das Falsche. Ja. Schon herum kriegt er jetzt kein Damage. Der blöde Ast da hier. So, einmal langes und noch ein langer müsste irgendwo sein. La 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 la. Versuchen wir wieder zurückzugehen und hoffen, dass hier niemand inzwischen eingezogen ist. Schaut gut aus. Dann können wir hier einen schon mal hinbauen. Shut up. You Ja, ich bin deppert, ich weiß es eh. So, wir stellen hier einen Bogen. Zack. Herstellen bitte. Super. Den Dummer. Passt der nicht da rein? Hier? Austauschen. Aha. Dann würde ich sagen, den hier und den vierzackigen Speer zerstören. Weil der wäre sowieso stärker, glaube ich, der Steinspeer. Und wo ist meine Axt? Da. Bin ich das oder drehe ich jetzt komplett durch? Ich würde sagen, wir trinken mal was. Auf euer Wohl. Wir bauen nach Möglichkeit hier fertig. Da unsere geistige Gesundheit schon wieder am Abkacken ist, würde ich sagen, wir machen uns wieder ein schönes Feuerchen, solange das Wetter in Ordnung ist. So. Benutzen. Bitch! Yes! Und schönes Feuerchen. So, da müsste unsere geistige Gesundheit auch bald wieder besser sein. Was können wir mit dem machen? Nix. Ah, der hilft gegen Lebensmittelvergiftung. Okay. Okay, da dürfen wir nichts machen, ne? Und was kann man mit der Lagerfeuerasche machen? Herstellen. Ah, die Feder stimmt einmal nicht. Zweimal Lagerfeuerasche stimmt auch nicht.
Kohle stimmt auch nicht. You should eat that, don't even try. Das stimmt auch nicht. Das auch nicht. Ich probiere einfach mal. Ich wollte es probieren. Lagerfeuerasche. Ich habe keine Ahnung, was man damit machen kann. Kann man sich sowas ins Gesicht schmieren? Na, die wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte die Larve, also die Made. Vielleicht weiß ja... Warum sind wir so schlecht beieinander? Vielleicht weiß das Buch uns zu helfen. Bitterholz, unbekannte Frucht, Balmherz. Balmherz, genau. Ah, das ist hoher Kohlenhydratgehalt. Okay. Ja, das stimmt, da hat er recht. Unbekannter Pilz. Noch mehr unbekannter Pilz. Unbekannte Frucht. Unbekannte Frucht. Geistige Gesundheit. Kratzer, Schrammen, Egel. Warte mal. Verband, bla bla. Ich habe keine Ahnung, mit was man Lagerfeuer, Asche, Parasiten. Einen Wurm. Mehr haben wir da auch nicht. Ah, hier waren sie beim Haus, genau. Genau. Kleiner Stockhalter zum Beispiel. Hallo. Den könnte man zum Beispiel noch... Keine Ahnung. Ich hätte gedacht, hier hin. Oder so, oder auch nicht. So hin, dann kommen wir aber nicht mehr gescheit aus dem Lager raus, irgendwie. Aber wäre vielleicht eh wurscht. Dann kommt auch keiner rein. So, Stöckchen wird man dafür brauchen. Und noch was zum Saufen. Und müde sind wir auch schon wieder. Meine Güte. Unser Freund hier hält wirklich nichts aus. Erweitern, 3 nehmen. Das müsste passen. Um das hier fertig bauen zu können. Na nü. Jawohl. Und da haben wir schon einen Halter, aber ich glaube, wir können hier trotzdem raus. Ja, das geht trotzdem. Egal, was wir haben, haben wir. Ist ja wurscht. So. Jetzt wäre es aber dann schon langsam an der Zeit, dass wir was Gescheites zum Essen finden. Großer Stein. Ja, ich würde sagen, nehmen wir einen großen Stein. Hoppala. Ach ja, wir sind ja müde. Wieso vergesse ich immer aufs Schlafen? Das weiß ich nicht. Weil ich es kann, natürlich. Weil ich es kann. So. Der Stein ist weg jetzt, oder wie? Schaut so aus. Das habe ich wieder super hinbekommen. Da gibt es nichts zum Meckern. Das war... Oh, Schwammerl. Den können wir da trocknen. Hervorragend. Wie es ausschaut, ist der Jaguar weg. Na, doch nicht. Alter! Der ist immer noch da. Das ist großartig. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal flott speichern. Bevor wir uns das Viech da antun. Na nü. Speichern bitte. So. Ja. Wir sollten auch vorher schlafen gehen, weil sonst ist unsere Energie, glaube ich, zu schlecht, ne?
Ja. Die Ausdauer ist zum Speiben. Das heißt, wir müssen schlafen gehen vorher. Wo ist denn jetzt das Bett? Da. Und dann können wir auf Beutejagd gehen. Versuchen. Ah, da legen wir uns halt hin. Ah. Das ist mühselig. Ja. Dann würde ich sagen, legen wir uns gleich nochmal hin. Dann wird er wohl endlich Ruhe geben. So. Passt, wir haben jetzt wieder 5 Uhr morgens. Das erste, was wir machen, ist natürlich was trinken. Aha, Wasserschale sauber nehmen. Okay. Die Pfeile haben sich jetzt irgendwie... Die gehören aber normal nicht so hin, oder? Egal. Wurscht. Haben wir schon... Ich glaube, ich hatte schon mal was gebaut gehabt zum Trinken mitnehmen, glaube ich. Gluck, 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 gluck. So, hier tun wir den Spilz hin. So. Ui. Wie schauen wir aus mit... Ja. Dann würde ich sagen, wir speichern jetzt nochmal. Und dann versuchen wir unser Glück mit dem Jaguar, oder? So. Ja, bitte. Ich bin gespannt. Ob wir das in irgendeiner Weise vernünftig hinkriegen. Ein Mauskörper. Den sammeln wir sofort. Mausfleisch roh. Na, das kann man ja wohl immer brauchen. So, wo ist denn jetzt dieses Arschviech? Da geht er. Ich sehe ihn jetzt. Ach, das war jetzt wieder viel Fisch. Ich sehe den Kerl nicht. Das ist noch ein bisschen zu dunkel. Ach, jetzt habe ich einen Egel eingefangen. Was herrscht, Freund? Weg mit dir. Keine Zeit für dich. Scheiß Viech. Das wäre vielleicht auch besser, wenn wir das Ganze auf einer Anhöhe machen. Das brauche ich ja nicht. Damit uns dieser Jaguar nicht gleich umbringen kann, vielleicht, ne? Ich hoffe, dass er uns nicht gleich umbringen kann. So. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ein kleiner Mensch. Auf der Mauer sitzt ein kleiner Mensch. Schaut euch nur den Menschen an, wie er Angst vom Jaguar hat. Auf der Lauer steht ein kleiner Mensch. Ja. Da ist er. Bogenschießen plus 1. Haben wir jetzt was getroffen? Nix. Der Jaguar ist, glaube ich, weg, ne? Das ist, glaube ich, ein anderes Viech. Herrschaftszeiten noch einmal, das gibt's ja nicht. Ja. Ich bin schon wieder müde. Wie kann man Mausfleisch essen? Moment mal, so ein großes Stück ist ein Mausfleisch? Das ist wie Raunz. Wie Ratte. Naja. Na jo, mir soll's recht sein.
kann ich den Pfeil wieder bekommen? Oh Mann, jetzt ist wieder so ein Ureinwohner da. Hey, wir haben es erlegt. Wie cool. Knochen, die ausnehmen plus 1. Wasser, irgendwas war da noch. Hey, die Pfeile, cool. Verpisst sie dir? Ich meine, solange uns nicht angreift, müssen wir ihm ja nichts tun, oder? Ein Ei! Ich glaube, das nehmen wir mit, oder? Vielleicht finden wir einen guten Platz. Da haben wir noch eins. Feder. Und noch ein Ei. Wie geil. Ich glaube, das Nest lasse ich hier stehen, um zu schauen, ob sich das regenerieren kann. Naja, der hat Spaß. Den Stein nehmen wir mal mit. Sind wir da? Na, das Wasser saufen wir nicht. Das ist dreckig. Nein, das will ich eigentlich nicht. Ich will die Kokosnuss haben. Hey, geil! Wir haben unser erstes Tier erlegt und erfolgreich ausgeweitet. Mohaha. Wir sind ein Überlebenskünstler. Schön, wir werden das Fleisch jetzt gleich aufhängen, oder? Soll ich es braten mal? Ich glaube, gebratener wird es ihm besser schmecken. Ich würde sagen, dass das unsere erste Beute ist. Zack, werden wir uns einmal ein Schlückchen Wasser genehmigen. Und werden wir uns ein Lagerfeuer anschmeißen und zur Feier des Tages werden wir das Fleisch braten und genüsslich verzehren. Ein bisschen Salz und Pfeffer wäre nicht schlecht, aber das denken wir uns einfach dazu. Und der Part ist auch zu Ende. Yes! So, aber vielleicht geht es sich mit dem Fleisch noch aus. Wow, 4 Stück? Mega. Okay, das dauert. Okay, das dauert. Kann man ein Ei braten? Das werden wir nächstes Mal probieren. Da wird Speck gebraten jetzt für uns. Die anderen Fleischteile hängen wir lieber auf. Ich will nicht, dass die verrecken. So. Und hier. Mega cool. Ich freue mich gerade riesig. Okay, ihr Lieben. Das Fleisch braucht leider noch ein bisschen. Wir werden das dann morgen essen, also im nächsten Part. Bis dahin, ihr Lieben. Das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.